20 Jahre Sternmeißen. Wir gratulieren unserer dienstältesten DDR-Rockband zum heutigen Jubiläum. In dieser Besetzung sind sie einst durch ihre ersten Hits populär geworden. Wir befragten Bandchef Martin Schreier, der am 24. September 1964 Sternmeißen gründete. Wenn es unsere Band 20 Jahre gibt und dass wir die dienstälteste Band in der DDR sind, ich meine, da muss ich daraus sagen, dass wir relativ im Durchschnittsalter eine sehr junge Band sind. Wir haben ein Durchschnittsalter von 25 Jahren. Und die Kollegen, was die damals gemacht haben, die sind bestimmt im Kindergarten gewesen oder in der Kinderkrippe sogar. Naja, zunächst haben wir immer versucht, einen eigenständigen Stil im Verlauf der Zeit zu entwickeln. Wir haben aber natürlich nicht außer Acht gelassen, dass es auch internationale Trends und Entwicklungen gab. Wir haben immer einen Teil davon genommen und das Sterntypische, das Alte, versucht zu bewahren. Dann gab es über den ganzen Verlauf der 20 Jahre sehr viele und interessantere Konzerte in der DDR und auch im Ausland. Sowjetunion, Bulgarien, CSSR, Ungarn, Volksrepublik Polen. Dann, als wir 1982 mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet wurden. Ein weiterer Höhepunkt war, als wir den Kunstpreis der FDJ bekamen. Abgezeichnet, dass wir ziemlich kollektiv schöpferisch am Wirken waren und wir wollten das auch in der Perspektive so weiterführen. Insofern ist für die Zukunft eigentlich schon ziemlich viel Material da, insbesondere auch durch Andreas, der ein Saxophon spielt und dazu noch ein guter Sänger ist, und das gibt auf jeden Fall neue Anstöße für unsere Band und für unsere weitere schöpferische Arbeit. Dann das Wichtigste unserer Meinung nach ist, wenn Ralf die Texte macht, dass wir ein Anliegen haben, was wir über die Bühne bringen wollen. Und ich meine, dieses Anliegen lässt sich natürlich am ehesten diskutieren und realisieren innerhalb der Band. Konzertrepertoire wird sich in der nächsten Zeit zusammensetzen aus Stern traditioneller Musik und vielen neuen Einflüssen, die zuletzt auch durch Andreas kommen mit seinem Saxophon und mit vielen neuen Ideen.
Wir möchten die Gelegenheit natürlich benutzen, alle Fans und insbesondere unsere Fanclubs recht herzlich von ihr zu begrüßen. Und als Extra von Stop Rock zum heutigen Geburtstag starten wir aus ihrem Konzert einen Titel, der in den letzten Wochen auf Spitzenplätzen der Rundfunk-Hitparaden lag. Martin Schreyer, begonnen hat alles 1964 mit Beatmusik, eine Zeit, in der der Großteil von uns, ich damals auch noch im Buddelkasten gespielt hat. IC war gerade 4 Jahre alt, vielleicht kannst du uns mal etwas über die ersten Jahre bei Sternmeißen und mit Sternmeißen über diese Anfangsjahre sagen. Also 1964 begann alles, wir waren Schüler der 9. Klasse und inspiriert durch die Beatles kamen wir auf den Gedanken, einfach eine Band aufzumachen, die sich damals noch Stern Combo Meißen nannte. Das Ganze passierte auch in Meißen. Wir arbeiteten so ungefähr 5-6 Jahre als Amateure. In dieser Zeit spielten wir alles, was international interessant war. Zum Beispiel Beatles oder Rolling Stones oder Kings. Dies Ganze passierte so im lokalen Bereich, Bezirk Dresden, um Meißen rum, auf den verschiedensten Dörfern. Die Zeit hat sehr viel Spaß gemacht, aus heutiger Sicht. Und 1970 wurde dann ziemlicher Ernst draus. Also wir entschlossen uns, Musik zu studieren und dies professionell weiterzuführen. Wann und mit welchem Titel gelang euch denn nun eigentlich der große Durchbruch? Ja, das war im Jahr 1975. Der Titel hieß damals Der Kampf um den Südpol. Was bleibt nach dem Tode? Wenn der Name nicht bleibt. Und wie bleibt der Name, wenn Geschichte er schreibt? Wie schreibt er Geschichte, wenn er entdeckt, wenn er entdeckt, was sich unseren Blicken bisher noch versteckt? Martin, wie kommt es nun, dass du die ganze Zeit über 25 Jahre lang mit Sternmeißen durchgehalten hast? Ja, was 1964 bei Gründung der Band noch Spielerei war, wurde dann natürlich später ernst. Wir mussten eine ganze Menge tun, um diese Zeit durchzuhalten. Aber es hat uns aus heutiger Sicht, auch mir persönlich, wahnsinnigen Spaß gemacht. Es war auch zu jedem Zeitpunkt, in jeder Epoche der Musik, ob das nun als Amateur oder Profi war, ob das nun in den 70er Jahren war oder in den 80ern, immer eine Herausforderung, eine populäre Musik zu machen, die einem selbst was gibt als Musikant, die auch dem Publikum was gibt. Und das alles könnte man so sehen, dass das ein Ausgangspunkt ist, für die nächsten Jahre einfach dran zu bleiben, weiter eine interessante Musik zu machen. Ihr musikalisches Konzept hat die Band mehrmals geändert. Nach der Beatmusik folgte die Zeit mit 4-stimmigem Bläsersatz, angejatzten Rock und Soul. Einer, der damals und von Anfang an zur Sternbesetzung gehörte, war Norbert Jäger. Du hast neben Martin Schreyer am längsten bei Sternmeißen gespielt, insgesamt 16 Jahre. Was hat dich in dieser Zeit am meisten geprägt in deiner Entwicklung? Also zu verdanken habe ich die Zeit bei Sternmeißen, dass mein eigentlicher Beruf dort entstanden ist, nämlich die Perkussion, das Schlagwerk, und hat sich da wirklich in meiner Entwicklung viel getan. Leider kam es zum Ausstieg. Ich bin dann übergewechselt aufgrund Interessen anderer Musikkulturen und so weiter zur Gruppe Bayonne, habe dort mit asiatischen Musikern gespielt, habe mich zu dieser Musik sehr hingezogen gefühlt. Seit ein paar Jahren gibt es das Duo Yatra, die sich mit indischer, klassischer Musik befasst. Und das ist eigentlich mein hauptsächlichstes Gebiet. Da kann ich sagen, dass die Krönung dessen oder dieser Entwicklung in den nächsten Wochen eine Studienreise nach Indien sein wird, nach Bombay, 4 Wochen. Freue ich mich schon sehr drauf. Nichtsdestotrotz natürlich verbindet mich eine große Freundschaft, tiefe Freundschaft mit Martin Schreyer und der Sternmeißenband nach wie vor. Und ich wünsche denen auf die nächsten 25 Jahre wirklich viel Erfolg und alles Gute. ...1975 formierte sich die Band neu, diesmal hauptsächlich mit Keyboards ohne Melodiegitarren. Es folgte die Zeit der Adaption, der Bearbeitung großer Werke der Musikgeschichte, die Zeit eigentlich, in der Sternmeißen groß wurde.
Gunter Kramer, du hast damals am E-Piano gespielt. Was machst du heute? Ist ja eigentlich unschwer zu erraten, wenn man dich hier sieht. Ja, E-Piano ist zunächst erstmal nicht ganz richtig. Es war ein Teil des Instrumentals, was ich bedient habe. Wir haben damals schon ziemlich exotisch mit vielen Synthesizern gespielt. Und deshalb habe ich eben halt auch Mellotron, Synthesizer, Hammond-Orgel bedient. Das dazu erstmal, was damals war. Unschwer zu erkennen heute. Arbeite ich als Tonregisseur und Musikproduzent, vorrangig für Rundfunk und Schallplatte. Ich habe im letzten Jahr beispielsweise 4 LPs gemacht mit Stern Meisen unter anderem, mit Inka, mit Quaster und mit IC und arbeite gerade an der 3. Scheibe von Rockhaus. Ja, und ansonsten nehme ich auch noch so sehr viel Popmusik auf. Kommen wir mal vom Heute wieder aufs Damals zu sprechen. Mit den Adaptionen ist ja damals eine jahrhundertealte Kluft zwischen Ernsthaftigkeit und Unterhaltung, zwischen leichter und schwerer Musik durchbrochen worden. Wolltet ihr das eigentlich? War das euch damals eigentlich so richtig bewusst? Also ich glaube nicht, dass wir primär wollten, dass die Leute zum klassischen Hören erzogen werden. Das wollten wir primär sicherlich nicht. Wir haben das in erster Linie deshalb gemacht. Erstens, man soll das auch nicht verleugnen, weil es ein bisschen Mode war damals. Zweitens, weil es sehr interessant war, als Musiker sich mit dem Material zu beschäftigen, das mal auf seinen Inhalt und seine Motive und bis ins Kleinste hinein zu untersuchen. Und natürlich auch, man konnte da unheimlich seine Spieltechnik zeigen, die man sich in der Schule und in der Musikhochschule oder wie auch immer erworben hat. Dass wir nun unbedingt noch ein höheres Ziel damit hatten, das glaube ich nicht. Also ich würde sagen, es war nicht so. Mit den Motiven im Einzelnen sehr auseinandergesetzt, die selber weiterverarbeitet mit popmusikalischen Mitteln und eben halt nicht nur die Noten gespielt und da einen Rhythmus drunter gelegt, wie es viele gemacht haben. Anfang der 80er Jahre hat sich bei Stern Meisen erneut ein musikalischer Wandel mit personellen Veränderungen vollzogen zu mehr rhythmusbetonteren, rockigeren Titeln. Thomas Kurzhals, du hast bis vor 4 Jahren selbst noch bei Stern Meisen gespielt, hast also die musikalische Wende direkt miterlebt und natürlich auch mitgestaltet. War dieser Wandel ein Zugeständnis an einen breiteren Zuhörerkreis oder welche Überzeugung brachte euch dazu eigentlich? Ja, das hat verschiedene Ursachen. Es war einfach mal so, ich muss mal ein bisschen weiter ausschweifen, und zwar, dass das Image von Stern Meisen damals in den 70er Jahren baute sich eigentlich größtenteils auf die Adaptionen auf. Wir hatten damals uns gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir eigenständige Werke machen können, größere Sachen. Das ging also zu Sachen hin von Vivaldi, war die letzte Adaption, die praktisch nur instrumentiert war. Dann das Weiße Gold war schon die erste aus der Band komponierte große Kiste. Und bis hin zu Reise zum Mittelpunkt des Menschen. Das sollte dann auch das letzte sein, das letzte große Werk. Bis dahin sind wir eigentlich immer zweigleisig gefahren. Also wir haben im Konzert vorher diese genannten Werke gespielt, nach einer kurzen Pause dann Titel gemacht. Das hat eben auch die Ursache gehabt, dass wir kaum mit so großen Werken im Rundfunk gespielt wurden, 40 Minuten oder dreiviertel Stunde. Also waren wir auch gezwungen, letztendlich kürzere Titel zu machen. Und damals, wo zur Wende, wollten wir eigentlich auch etwas in die Richtung Musik machen. Es hat auch zum Beispiel auch die personellen Veränderungen spielen auch mit einer Rolle. Als Lothar Kramer dann Studiomusiker weitergemacht hat und Techniker, Tonmeister sozusagen, da haben wir uns überlegt, na,
machen wir weiter mit Keyboards oder machen wir doch jetzt mit einer Gitarre anstelle des zweiten Keyboards. Und dann haben wir eigentlich für den Uwe Hasbecker entschieden. Und dadurch wurde die Musik etwas rockiger. Ich erinnere an Titel wie Der eine und der andere, Leben möchte ich zum Beispiel und Stundenschlag. Leben möchte ich, dass ich zwischen Kälte stets die Wärme spür. Dass man mich nicht nur an meinen Worten erkennt. Dass ich mit den Jahren niemals mein Gesicht verlor. Und dass keine Stunde mir nutzlos verbrennt. Ja, Reinhard Fissler, du hast auch einige Jahre bei Sternmeißen gespielt. Als was eigentlich und wie lange? 10 Jahre war ich dabei als Sänger, habe ein bisschen akustische Gitarre gespielt, habe ein bisschen mit komponiert, ansonsten nicht gerade die erste Geige, dafür gab es andere Instrumente. Und Thomas, du? Ja, ich war 10 Jahre bei Sternmeißen als Keyboarder und war sozusagen der Hauptkomponist. Wie siehst du eigentlich aus heutiger Sicht Sternmeißen im Vergleich zu deiner Zeit damals bei der Band? Ja, immer wieder neu und modern, rockiger, poppiger. Vielleicht kann man auch sagen, dass es früher mehr Familienbetrieb war. Es war alles mehr auf Freundschaft. Heute ist eben etwas härter, das Geschäft etwas knallhärter geworden. Ja, das ist immer alles so eine subjektive Sache. Aber ich finde, dass die Musik, die Stern heute macht, so gegenüber früher doch ein gewaltiger Unterschied ist. Meines Erachtens würde ich sagen, es fehlt einfach noch ein bisschen das Experimentelle. Es ist einfach zu glatt. Was machst du heute? Ja, jetzt geht es stärker solistisch weiter, aber auch kooperativ. Ich will auch öfter mit, oder wir werden gemeinsam mit Regiplay ab und zu was machen. Dann gibt es ja in diesem Jahr das große Ereignis mit Sternmeißen. Habe große Lust, da auch mitzumachen. Ja, seit 4 Jahren bin ich nun bei Karat. Unverändert als Keyboarder. Viel unterwegs im Ausland, auch bei uns. Und bin nach wie vor auch Komponist. Detlef Seidel, du bist seit Anfang an als organisatorischer Leiter mit Sternmeißen eng verbunden, bist mit der Band durch dick und durch dünn gegangen. In dieser Zeit gab es viele, viele andere Bands, die Ähnliches vorhatten wie Sternmeißen. Woran glaubst du nun, dass es die Band geschafft hat? Was unterscheidet Sternmeißen von anderen Bands? Ja, Sternmeißen unterscheidet sich vielleicht von anderen Bands, dass wir immer sehr experimentierfreudig waren. Wir haben versucht, immer international mitzuhalten. Und das ist uns in erster Linie gelungen, dass wir eben sehr gute Musiker immer in unseren Reihen hatten. Wie viele Musiker waren es denn insgesamt in den 25 Jahren? Wenn ich so kurz überschlage, also ich nehme an, das wird an die 50 gehen. So, nun fragen wir nochmal den organisatorischen Leiter zu den Zukunftsplänen von Sternmeißen. In diesem Jahr steht ja einiges ins Haus. Ja, also es ist erstmal unsere 7. Platte erschienen und mit dieser 7. Platte werden wir jetzt in 1988 auf Tournee gehen. Speziell ab 13. Mai geht es in Meißen los mit Superpop 88. Das soll so unser Geschenk sein an die Fans der DDR. Das geht durch die ganze DDR, wie gesagt, eine große Open-Air-Sache hauptsächlich mit bekannten Popkünstlern unseres Landes, Bumi, Inka, IC. Jürgen Karnay wird moderieren, also wir finden, das wird bestimmt eine tolle Sache. Hier also eine Figurine für IC oder besser gesagt 2. Mal sehen, was er dazu so sagt. Hat es Ihnen gefallen? Ja, da drängt sich mir ja regelrecht eine Frage auf, und zwar, was machen die Sachen ohne die Haare? Ist schon wieder mal eine neue Frisur in Aussicht, hat man gehört. Ja, zurzeit beschäftige ich mich eigentlich nach wie vor noch am liebsten mit Musik anstatt mit Frisuren und Klamotten. Obwohl das natürlich nicht unwesentlich ist, also die Outfit-Sache, aber also so mit Frisurenänderungen, naja, ich meine, wir werden alle mal irgendwann in der Rente sicherlich, und da wird sich dann das von selbst natürlich machen. Na gut, da dauert es ja bei dir noch ein kleines Weilchen. Ich frage mal den Detlef Seidel, den Manager. Man hat ja in letzter Zeit, im letzten Jahr viel von Sternmeißen gehört. Nun war ja auch das Jubiläum. Ihr habt mächtig gepowert, mächtig Rummel gemacht. Nun ist 1989, was passiert da? Ja, 1989 geht es natürlich ein bisschen ruhiger zu. Wie du schon gesagt hast, hatten wir letztes Jahr unser Jubiläum. Und man kann ja nicht immer präsent sein. Und wir bereiten uns in diesem Jahr natürlich auf eine neue Platte vor, die hoffentlich dann 1990 vielleicht schon erscheinen kann. Also schöpferische Ruhepause bei Sternmeißen. Sie denken über neue Projekte nach, und wir wollen Ihnen aber noch ein kleines Geheimnis lüften.
Ihr seid nämlich die bestplatzierteste Band in Stoprock in den ganzen 75 Sendungen überhaupt mit 17 ersten Plätzen mit IC zusammen natürlich. Das macht natürlich auch noch was aus. Und dazu natürlich von uns auch herzlichen Glückwunsch an euch. Und wir wollen mal eine kleine Kostprobe sehen. Stern Meißen mit einem ihrer größten Hits. Bum.